Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute mit dem Video zu diesem Pokémon Go Fake. Das heißt, ups, Sound aus. Draconius Go. Wie gesagt, ich habe es ein bisschen gespielt. Ich lasse es nebenbei vielleicht laufen auf meinem zweiten Handy. Mal schauen, wie sich das so entwickelt, ob Interesse daran besteht. Aber jetzt zeige ich euch das Spiel einfach mal nur kurz. Echt ganz grob, weil okay, Bälle werfen übrigens echt schwer in diesem Spiel. Alter. Wie gesagt, ganz kurz, weil Halloween-Event läuft eh, also solange Halloween-Event läuft, werde ich mich eh nicht hart mit dem Spiel beschäftigen. Vielleicht danach, wenn es ein bisschen ruhiger ist in Pokémon Go. Falls das Spiel bis dahin überhaupt noch lebt. Aber, wie gesagt, heute nur aus Neugier für euch alle, die gefragt haben, zeige ich euch so mal ein paar Grundlagen, was ich bisher so entdeckt habe und meine Meinung. Und dann schauen wir mal. Also als allererstes ist es eine billige Kopie. Also ich würde nicht sagen, dass es billig ist, weil sieht schon teuer aus und gut gemacht und hier könnt ihr sehen, eigentlich schon sehr edel. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich, sogar sehr, sehr ähnlich. Die Frage ist halt nur, ob es sogar so gewollt ist, dass es so ähnlich ist, weil manche meinen, das ist eine billige Kopie, alles geklaut, aber Niantic hat schon lange gesagt, dass sie ihre Technologie verkaufen werden und es war klar, dass in der Zukunft ähnliche Spiele kommen werden. Ich meine, es gab dieses Harry Potter Go Verarschung. Aber jetzt allmählich kommen halt wirklich solche Sachen und es kann sein, dass Niantic ihre Lizenz, ihr Wissen weiterverkauft haben und die das halt verwenden, zum Beispiel diese Firma. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob es geklaut ist. Ich bin Level 7, hier könnt ihr sehen, diese lilanen Dinger hier sind Pokestops, können sich halt nur aktivieren, wenn man in der Nähe ist und der Radius. Warte, ihr könnt es glaube ich hier sehen, der grüne hier. Der Radius bei diesem Spiel ist ein bisschen größer, was ich schon mal top finde, weil ab und zu man steht echt neben dem Teil, in Pokémon Go meine ich jetzt, neben der Arena oder neben dem Pokestop und man kommt einfach nicht ran. Und hier ist der Radius ein bisschen größer, das gefällt mir. Pokestops und Arenen und das andere, es gibt noch so andere Sachen, sind random. Manche Sachen überlappen sich mit Pokémon Go, dass zum Beispiel bei einer Arena in Pokémon Go ist, dann hier zum Beispiel auch was. Aber es ist auch sehr random. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sehen, Panzerwiese ist voll mit Sachen. Und in Pokémon Go ist da halt gar nichts. Dementsprechend für Dorfspieler zum Beispiel möglicherweise eine gute Alternative. Und schauen wir uns mal den Charakter an. Ich habe jetzt Team Rot genommen. Genau wie bei Pokémon Go ab Level 5 kann man sich für Teams entscheiden. Hier gibt es nur zwei Teams. Rot oder Blau. Ich habe jetzt mal Rot genommen. Und das hier ist mein Kumpel sozusagen, mein Buddy. Die nennt sie Haustier. Ich habe einfach mal irgendwas genommen, direkt am Anfang. 3 Kilometer gibt's. Das ist bisher mein einziger. Also ich habe keine Ahnung, ob es dann auch 1 Kilometer und 5 gibt. Genau wie bei Pokémon oder nicht. Dann haben die hier das hier. Artefakte, das ist interessant. Das ist ein Zusatz, das Pokémon Go nicht hat. Allgemein hat das Spiel ein paar Sachen, die Pokémon Go nicht hat. Und das, finde ich, macht den Reiz aus. Aber wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob ich das Spiel spielen werde. Aber jetzt so auf den ersten Blick hat es halt ein paar Sachen, die interessanter sind als Pokémon Go. Das ist echt so, genau wie in der Schule oder so, wenn man von irgendjemandem abschreibt und dann fügt man noch seine eigenen Sachen hinzu. Genauso ist es wie bei hier. Die haben es halt kopiert, ob legal oder illegal, ich weiß es nicht. Also mit der Erlaubnis, mit der Lizenz oder nicht. Und dann haben die es verbessert und noch weitere Sachen hinzugefügt. Das ist halt das Gute. Wie zum Beispiel diese Artefakte. Also hier der Charakter. Ganz so, sieht genauso aus wie bei Pokémon Go früher. Passt schon so. Und wartet, das zeige ich euch gleich. Dann der Verlauf ist genauso wie Tagebuch. Ungelogen. Sieht genauso aus. Hier Pokestop gedreht. Da kriegt man solche Sachen. Schatztruhen. Das gibt es zum Beispiel auch nicht in Pokémon Go. Die tauchen einfach so auf, mitten auf der Straße, wenn man geht. Und dann sind da so manchmal so Sachen drin. Ich habe keine Ahnung, was dieser Stein ist. Dann ist das hier Sternstaub habe ich bekommen und CP. Keine Ahnung, was CP plus 1 ist. Dann gibt es hier PvP, Player vs. Player. Darauf wartet Pokémon Go schon die ganze Zeit. Und es gibt Quests. Darauf wartet Pokémon Go eigentlich auch schon die ganze Zeit. Irgendwas damit zu tun. Also das ist echt zwei gute Ideen, die Pokémon Go halt nicht hat. Und um diese Aufgaben, Quests zu bekommen, muss man zu diesen komischen Obelisken hier. Also, es gibt 3 Gebäude, es gibt sogar 4 Gebäude, also in Pokémon Go gibt es nur Arenen. Und hier gibt es Bibliotheken,
Arenen, Obelisken und Portale. Also klingt eigentlich sehr kompliziert, aber gibt dem Spiel auch eine gewisse Tiefe und Komplexheit, die da hier zum Beispiel das Portal, die Pokémon Go halt nicht hat. Und hier eine blaue Arena, die muss ich mal übernehmen. Magie, ich habe keine Ahnung, was Magie ist, das checke ich noch gar nicht. Um Magie erschaffen zu können, brauchst du einen Altar einrichten. Habe ich einen Altar? Die anderen Anzeigen. Oh, hier kannst du dein Passwort eingeben. Oh, oh, was ist passiert hier? Ich habe einen Altar erschaffen, oder was? Gabe des goldenen Drachens. Verdoppelt die Anzahl von Belohnungen aus den Füllsäulen für 30 Minuten. Also Doppel-Items aus Stops. Okay, jetzt habe ich irgendwas hier bei mir zu Hause erschaffen. Aber ist egal. Bestario ist so wie Pokédex. Der Nachteil ist halt, du hast keine Ahnung, was hier Nummer 32 ist, Nummer 31, Nummer 33. Du hast keine Ahnung, was krass ist. Und dementsprechend glaube ich auch nicht, dass das Spiel erfolgreich sein kann oder irgendwie Erfolg haben kann. Weil Pokémon Go, also Pokémon, man kennt die Pokémon, man verbindet was, Nostalgie und sowas. Und hier mit diesen Monstern hat man absolut keine Verbindung. Und du hast absolut keine Informationen darüber. Zum Beispiel der Typ. Ich wusste nicht mal, dass es eine zweite Entwicklung ist. Ich wusste nicht, dass er Blatt ist. Also es gibt vier Typen. Feuer, Wasser, Blatt und Wind. Ich weiß gar nichts von dem Typen. Und da fehlt auf jeden Fall diese, keine Ahnung, diese Verbindung, diese Freude, dieser Spaß, wenn man diese ganzen Pokémon, also Monster gar nicht kennt. Das ist auf jeden Fall der größte Nachteil von dem Spiel. Dann hier sieht man alles, was ich besetzt habe. Die Bibliotheken, ich habe keine Ahnung, was man mit denen macht. In 17 Minuten kann ich auszahlen. Das Interessante ist, das alte Arena-System mit Reinsetzen und Hochleveln, was halt tausendmal besser ist als das, was wir gerade haben in Pokémon Go. Und da gibt es dann auch wieder Staub. Hier könnt ihr sehen, 5 Arenen, das heißt 2,5 Staub. Mit 10 Arenen 5000. Und das Komische ist, irgendwie verlieren Arenen auch Motivation, so wie jetzt momentan. Falls ihr euch da besser auskennt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben. Aber zum Beispiel, ich krieg nur 47. Die Arena von gestern ist von 10 Münzen pro Arena, normal wie beim alten System, auf 7 Münzen runter. Keine Ahnung wieso. Und man kann alle 21 Stunden auszahlen, so wie früher. Also exakt wie Pokémon Go. Der Shop, ungelogen, genau dasselbe. Hier könnt ihr sehen, ich habe einmal ausgezahlt, 10 Münzen gestern. Das sind die Pokébälle. Pheromone klingt so wie Duft, Lockduft, also so wie Teil. Rauch. Köder ist so wie Module. Kristall der Weisheit ist so wie Glücksei. Verdoppelt die Erfahrung. Und jetzt die Schaufel. Ich habe keine Ahnung, was die Schaufel kann. Schaufeln sind unersetzlich zur Schatzsuche. Schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr wisst, was Schaufeln können. Dann Drachensicht. Ich habe auch keine Ahnung, was das kann. Erhöht das Sichtfeld der Geschöpfe wesentlich. Also schon ein paar sehr komplizierte Sachen, aber ich denke mal, irgendwann, wenn man sich eingespielt hat. Dann hier, Inkubatoren, kostet genauso wie in Pokémon Go 150, 3 Versuche und dann ist weg. Und dann hier Beutelerweiterung und Itemerweiterung, also Beutel und Pokémon, jeweils 200, genau wie in Pokémon Go. Und dann die Preise für die Münzen ein bisschen überteuert. Und das ist interessant, Artefakte. Das habe ich euch vorhin gezeigt. Kostet halt abnormal viel, 3000. Aber das sind echt coole Sachen dabei. Zum Beispiel hier, dann kann man 2 Pokémon reinsetzen. Und warte, hier die Pokéstops laden sich 100 Sekunden schneller auf. Stellt euch mal vor, das gibt es in Pokémon Go. Wenn ihr da an einem Fünfer-Spot sitzt und die Stops sich 100 Sekunden schneller auffüllen. Echt komische Sachen, aber echt interessant eigentlich. Dann können wir uns den Beutel kurz anschauen. Das sind die Pokébälle. Wie gesagt, das ist Rauch, Schaufel, keine Ahnung. Tränke 64 habe ich schon gesammelt. Muss ich mal demnächst alle wegschmeißen. Weil so viele brauche ich nicht. Beleber. Beleben wir mal unseren DAO hier. Und geben ihm einen Trank. So. Können wir auch wieder ein paar Beleber wegschmeißen. Dann diese Steine, mit denen kann man jetzt irgendwas machen. Ihr habt es gesehen mit diesem Altar, also echt kompliziert. Hier, Arcanas Karamell, Süßigkeit zum Fangen der Geschöpfe, erhöht die Chance, die Geschöpfe mit einer magischen Sphäre zu fangen.
Also ich nehme an Himbeere. Dann hier der magische Donut. Ist so wie die Ananas. Gibt dir mehr Bonbons. Und Marshmallows so wie die Banane. Dass die weniger wackeln. Und hier die Kokons. So wie Inkubatoren. Einen ewigen und dann den, den man dreimal benutzen kann. Ah ja, Eier. Pokémon kann ich euch auch noch zeigen. Eier. Ich habe noch kein 10 Kilometer Ei bekommen. Ich weiß nicht, ob es solche gibt. Aber hier ganz normal 9. Die 9 normalen. 2 habe ich hier, 5er. Habe auch ein paar geschlüpft schon. Dann gibt es hier antike Eier. Die sind mit Stunden. Und zwar kann man sie der Drachenmutter geben. Das klingt jetzt alles sehr verrückt. Das habe ich jetzt bei Trainertipps gesehen. Und zwar kann man die der Drachenmutter geben. Dadurch, man muss erst durchs Portal. Dann kommt man in eine andere Welt. Und da ist die Drachenmutter. Dann kann man ihr die Eier geben. Für 2 Stunden zum Beispiel oder 5. Und dann schlüpft sie die für ein. Und ansonsten hier ein paar Pokémon. Ein paar Monster meine ich. Könnt ihr sie Power-Up entwickeln. Hier zum Beispiel, das ist auch eine coole Ergänzung. Man sieht den DPS. Damage per Second von den Pokémon, von den Attacken der Monster meine ich. Anstatt jetzt extra auf eine externe Seite zu gehen, wie bei Pokémon, die dann nicht geduldet wird, zeigen die das halt direkt an. Genau solche Sachen braucht Pokémon Go eigentlich auch. Ich habe 21 Bonbons von dem, ich habe 11.000 Staub, ihr wisst, da werde ich nichts ausgeben. Stärke und Gesundheit, ich habe keine Ahnung was das ist, das soll irgendwie so IV-mäßig was sein. Aber es gibt noch kein Bewertungssystem hier. So, das war's eigentlich. Echt verrückte Geschöpfe, Monster, aber das Spiel ist echt ganz lustig. Aber jetzt, solange das Halloween-Event läuft, werde ich mich eh nicht mit dem Spiel beschäftigen. Wie gesagt, echt nur, wenn Pokémon in einer Trockenphase ist, dann schaue ich ab und zu rein. Oder nebenbei auf dem Zeithandy werde ich das ein bisschen laufen lassen und dann mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube echt nicht, dass es ein Erfolg wird, aber nur für den Fall zocke ich jetzt schon mal. Und am Anfang ist es echt ganz lustig, kann man ein bisschen zocken. Ah, das war's. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Werdet ihr es ausprobieren? Soll ich dazu regelmäßig Videos machen? Wahrscheinlich eher nicht, aber schaut auf jeden Fall mal rein. Ist echt lustig am Anfang. So wie früher, echt wenige Pokémon. Die Spawnrate ist noch richtig gering. Da muss man noch richtig hart suchen für seine Monster. Also am Anfang macht es echt Spaß noch. Ist halt was Neues, diese Erfahrung. Aber wie gesagt, ich habe keinen Glauben an dieses Spiel. Aber schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zu dem Spiel. Und noch viel Spaß beim Halloween-Event. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne, wie es ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business. Und vielleicht irgendwann mal Draconius Go auch.